Hi, heute würde ich ganz gerne mal auf ein Video reagieren, wo es um reiche YouTuber geht. Das war über das Video die 10 reichsten YouTuber in 2021. Das Video ist von YouTuber Tamatic und ich würde es uns gerne mal angucken und abwägen, ob es Sinn macht, was da so für Zahlen stehen. Ich kann aber schon mal sagen, die reale Zahl wird viel höher sein als das, was da angezeigt wird. Es ist halt wirklich schwer, Einnahmen zu schätzen und in der Regel ist das alles immer ein bisschen höher, als man denkt. Falls du neu bist, kannst du uns auch mal ein Abo gönnen. Würde mich freuen, warum nicht? Wir sind kurz vor den 30.000 Abonnenten. Können wir doch einfach mal erreichen. YouTube hat das Gesicht der Unterhaltung weltweit völlig verändert und auf dem Weg dorthin einige große Stars hervorgebracht. Ja. Es scheint so einfach zu sein. Man nimmt sich selbst auf, indem man etwas Cooles macht, stellt es online und schon ist man im YouTube Rewind, richtig? Nun ja, es steckt tatsächlich... Ja, schwierig, weil den gibt's nicht mehr. Heute habe ich nämlich eine Liste mit einigen der bestverdienenden YouTubern zusammengestellt. Beachte, dass die Zahlen nicht nur auf den Werbeeinnahmen basieren, da die meisten großen YouTuber Merch verkaufen, Markendeals eingehen und vieles mehr. Damit kann es auch schon direkt losgehen. iCrimex. iCrimex ist ein sehr bekannter Fortnite- und GTA-YouTuber. Sein Kanal ist rund 3,7 Millionen Dollar wert. iCrimex hat auch schon das ein oder andere Mal seine Wo kommt denn die Zahl zustande, wie viel der wert ist? Es gibt so Seiten, wie hier zum Beispiel, die irgendwie mit Bullshit Einnahmen berechnen. Bados Vermögen könnte so hoch sein wie 948.000. Ja, falsch gedacht. iCrimex hat auch schon das ein oder andere Mal seine YouTube-Einnahmen pro Monat geleakt. Okay. 28 Tage. $31.797.38. 31.000. Das ist mal mehr. Also so viel wie Kuchen, die Form ist sein Reaktionskanal. Der hat 26 Millionen Aufrufe. Und damit macht er nur $30.000. Im Leben nicht. Mit familienfreundlichen Gaming-Content. Mit 26 Millionen Aufrufen, der macht aktuell wahrscheinlich locker 80.000 im Monat. Also wenn er nur 30.000 verdient mit den Aufrufen, dann macht er irgendwas falsch. Weniger. Mit seinem Hauptkanal verdient er pro Monat so durchschnittlich $30.000. Die letzten 28 Tage bei einem geschätzten Umsatz von $32.000. Mit seinem Zweitkanal hat 2,8 Millionen Aufrufe. Sagen wir, verdient damit 10.000. Das ist jetzt konservativ gedacht, er macht damit 10.000. Plus Creator-Code noch anderen Shit. Er ist nah an den 100.000. Kanäle zusammen, dann kommen wir auf einen stolzen Preis von rund $60.000 pro Monat. Viel mehr. Viel mehr inzwischen. Locker viel, viel mehr. Dazu hat iCrimex natürlich auch einen Creator-Code, den er jedes Mal in seinem Intro bewirbt. Und ja, ich glaube, iCrimex verdient auch schon so einiges mit seinem Creator-Code. Damals sind ja schon so ein paar Zahlen geleakt worden. Und man kann schon einschätzen, dass es jetzt inzwischen wahrscheinlich so bei 10.000 ist. Man weiß es nicht. Ich kann es hier nur einschätzen. Ich weiß es nicht. Ich denke, die großen YouTuber, die sind alle so im Spektrum von 100.000 im Monat. KornCrafter. KornCrafter ist einer der beliebtesten YouTuber und einer der größten Minecraft-Spieler in ganz Deutschland. Sein YouTube-Kanal. KornCrafter ist brutal unterschätzt, was die Aufrufe angeht. Relativ sicher. Der macht, meine ich, wirklich jetzt seit 2 Jahren jeden Monat 40.000 Aufrufe. Oh, er ist bei 27 runter. Aber guck mal einfach hier. Da hat er 50 Millionen gemacht. Ja gut, ist er bei 27 Millionen. Also auf iCrimex-Level so gesehen. Kanal ist rund $5.5 Millionen wert. Auf seinem Hauptkanal verdient KornCrafter so rund $30.000 bis $50.000 pro Monat. Aber das ist wirklich nicht nur seine einzige Einnahmequelle. Um Gottes Willen, KornCrafter hat da schon einige verschiedene. Unter anderem hat KornCrafter ja sogar ein eigenes Buch, was auch ziemlich gut verkauft wurde, was ich so mitbekommen habe. Da muss ich aber sagen, mit Büchern machst du nicht so viel. Man hört ja immer von Leuten, die einen Bestseller raushauen, die dann gar nicht so viel Geld machen. Der Verlag wird da auch viel Geld mitnehmen. Ich denke, das waren ein paar gute Tausende, die KornCrafter mit dem Buch gemacht hat. Aber ich glaube, reich ist er damit auch nicht geworden. Auf der anderen Seite, womit er auch so richtig viel Geld gemacht hat, ist einfach seine eigene Pizza. Die Scheiß Pizza. Ich muss sagen, die Pizza hat verdammt gut geschmeckt. Und genau das haben sich wahrscheinlich... Am besten haben die scharfkantigen Plastikteile geschmeckt da drin. ...auch ziemlich viele andere Jugendliche gedacht und haben dementsprechend auch sehr, sehr viel davon gekauft. Ja, und auch KornCrafter verfolge ich auch schon ein bisschen auf Instagram und muss sagen, er wohnt in einem der beliebtesten und teuersten Gegenden Hamburgs. Ja, und... KornCrafter ist aber auch schon jetzt echt seit Jahren on top. Er hat einen sehr, sehr teuren Porsche. Standard-Skill. Standard-Skill ist ein sehr berühmter, wenn nicht sogar der berühmteste Fortnite- und GTA-YouTuber in ganz Deutschland. Mit seinen Gaming-Videos unterhält er tagtäglich viele hunderttausende Kinder. Sein YouTube-Kanal... Dass er Kinder sagt, ne? Er sagt echt Kinder? In ganz Deutschland. Mit seinen Gaming-Videos unterhält er tagtäglich viele hunderttausende Kinder. Warum sagt er nicht einfach Menschen? Warum sagt er Kinder? Er ist ein bisschen abgestürzt. Von 40 Millionen runter... auch auf so, ja, auf 14 Millionen, 16 Millionen so runter. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Standard-Skill noch in der Top 10 ist, wenn der nur 50, 60.000 verdienen würde. Der YouTube-Kanal an sich ist so zwischen 2,5 Millionen und 3 Millionen Dollar wert. Ist er halt nicht, diese Aussage ist so fiktiv,
Aber ja, weiter. Und pro Monat verdient er damit deutlich mehr als $40,000. Wenn du aber ganz genau wissen möchtest, was Standardsquell so im Monat verdient, dann schau dir auf jeden Fall das Video an, was ich dir hier oben verlinke. Dort habe ich es euch nämlich ganz genau ausgerechnet. Standardsquell hat... Kannst du nicht. Du weißt nicht, was der mit Epic Games verdient. Du weißt nicht, was er... Das stimmt ja auch, was er mit Twitch... Du kannst es nicht ganz genau ausrechnen. ...viele Kooperationen und hat sogar selbst Werbung aufgenommen, die halt eben diese Firma oder die App zum Beispiel auf YouTube ausstrahlt. Genau damit verdient Standardskill auch so richtig viel Geld. Und was ich so mitbekommen habe, ist, dass Standardskill sehr, sehr viele Unterstützer bei seinem Creator-Code hat. Und ich möchte jetzt nicht irgendwelche Zahlen in den Raum werfen, aber davon kann er sich auch in 2 Monaten locker einen Lamborghini leisten. Aber wenn ihr meint, Standardskill schmeißt sein Geld einfach nur so raus, dann habt ihr euch nämlich getäuscht. Hatte der im Vorschaubild nicht ein teures Haus? Also, der schmeißt sein Geld nicht einfach nur so raus, der hat sich eine 5-Millionen-Villa geholt. Ist das der Punkt? Dann Standardskill investiert sein Geld ziemlich, ziemlich gut. Paluten. Paluten ist ein deutscher Webvideo. Aber jetzt war doch, wieso war Standardskill im Vorschaubild mit einem, egal. Ja, Paluten locker. Paluten ist so on top, ohne Witz, was der alles verdienen muss. Über einen YouTube-Kanal, wirklich seit Ewigkeiten, 40 Millionen, 50 Millionen Aufrufe, Topwert 72 Millionen Aufrufe. Und wenn du halt ein großer YouTuber bist, dann kriegst du halt deutlich mehr Geld für Werbung, weil dann schalten die Werbetreibenden die Werbung halt aktiv auf deinen Kanal. Ups, Mikrofon geschlagen. Ich will nicht nur, dass meine Werbung bei YouTube läuft, ich will, dass die bei YouTube bei Paluten läuft. Und das ist dann halt Werbung, dafür kriegen die YouTuber mehr. Es wäre nicht unrealistisch zu sagen, dass Paluten für 1000 Aufrufe 8 Euro kriegt. Kann man sich ja nicht ausrechnen, 1 Million Aufrufe 8.000 Euro, 47.000 mal 8, bist du halt schon sehr nah bei 400.000 im Monat. Und das klingt jetzt geisteskrank, aber ist, denke ich mal, gar nicht so weit weg von der Realität. Wenn da so viel Geld möglich ist in der Szene, sei ihm gegönnt, der schuftet seit Jahren, wenn das Geld da ist, ist es fair, dass Menschen 100.000 Euro im Monat verdienen können, während andere irgendwie von 400 Euro leben müssen? Nee. Aber so ist halt leider die eklige kapitalistische Welt. Und sogar noch Jugendromanautor. Paluten erlangte Bekanntheit durch die Veröffentlichung von Vlogs und Let's Play. Stimmt, und Paluten hat ja auch noch Merchandise, hat er richtig viel. Ein Buch hat er geschrieben. Also, Paluten ist loaded. Ohne Witz. Und jetzt, Freunde, haltet euch fest, denn sein YouTube-Kanal ist 6,3 Millionen Dollar wert. Und Freunde, Paluten verdient echt viel mit seinem YouTube. Straight up mehr. Ganz ehrlich, straight up mehr. Also jetzt mal ernsthaft, ein Kanal, der 400.000 im Monat macht, der ist mehr wert als 6 Millionen. Ist so. Kanal. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und bin auf den Entschluss gekommen, dass Paluten mindestens $100.000 pro Monat mit seinem YouTube-Kanal allein an Werbung verdient. Mehr, viel mehr. Er rechnet es halt sehr konservativ, mit 1000 Aufrufen gleich 2 Euro. Aber ich sag euch, das ist viel, viel mehr. Viel, 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 viel mehr. Selbst ich mache mit 1000 Aufrufen mehr als 2 Euro. Dazu hat Paluten sogar noch einen Zweitkanal, und zwar Team Paluten, der stimmt, mittlerweile auch schon... Paluten ist so reich. Paluten ist so reich. Wenn KuchenTV mit 1 Million Aufrufen 10.000 Euro macht, dann macht Paluten doch mit 11 Millionen Aufrufen locker 100.000. Also er macht mit seinem Zweitkanal auch nochmal 100.000 Euro im Monat. Paluten macht... Sorry, wenn es jetzt hier eine zu hohe Zahl ist für den einen oder anderen... Aber es ist nicht unrealistisch einzuschätzen, dass Paluten wahrscheinlich 500.000 jeden Monat macht. 1000 Abonnenten hat. Und damit verdient er wahrscheinlich auch mehrere tausende Euros im Monat. Und das ist auch nicht seine einzige Einnahmequelle. Denn Paluten veröffentlicht in der Vergangenheit schon so viele Bücher, dass er... Da will ich jetzt übrigens mal sehen, wer über Paluten ist. ...sehr, sehr viel Geld gemacht hat. Und wegen diesen ganzen Faktoren gehört Paluten auf jeden Fall zu einem der reichsten YouTuber in ganz Deutschland. Ja. Revi. Revi ist... Verdient im Leben nicht mehr als Paluten. Nur mit den YouTube-Aufrufen. Ich weiß, Revi hat sich viele Häuser geholt, der ist, glaube ich, bestimmt auch groß in Krypto und den ganzen Scheiß. Ist nicht unrealistisch, dass er damit mehr macht. Aber jetzt mal nur YouTube bezogen, glaube ich nicht. Ein deutscher Gaming-YouTuber, Livestreamer und sogar noch Musikproduzent. Bekannt wurde er vor allem durch die ganzen Let's Plays auf seinem Kanal Revinzeit. Kommen wir aber mal auf seinen YouTube-Kanal zu sprechen, denn der ist rund 1,5 Millionen Dollar wert. Damit macht er rund 25.000 Euro Werbeeinnahmen pro Monat. Wenn ihr euch jetzt aber denkt, warum ich Revinzeit wert. Damit macht er rund 25.000 Euro Werbeeinnahmen pro Monat. Okay. Wenn ihr euch jetzt aber denkt, warum ich Revinzeit vor Luca Corncrafter eingestuft habe, müsst ihr euch nochmal vor Augen halten, dass Revinzeit nicht nur sein Geld mit YouTube verdient, sondern Revinzeit verdient sein Geld hauptsächlich durch Immobilien. Darüber hinaus ist Revi ein schlaues Köpfchen und investiert sein Geld ziemlich, ziemlich schlau. Dazu hat ja, aber das ist ja nochmal eine andere Sache so. Krass eigentlich, 3 Millionen nur? Aber da Revi halt sein Geld gut investiert hat, sagt er jetzt zumindest, er hat viele Häuser geholt, Krypto und so ein Gedöns, der wird wahrscheinlich jetzt mehr Geld machen, als er im September 2019 gemacht hat.
und meistsubscribten Twitch-Channeln in ganz Deutschland. Auf YouTube teilt er dann die ganzen Highlights von seinen Twitch-Streams und hat damit auch sehr viel Erfolg. Allein sein YouTube-Kanal ist rund 2,3 Millionen Dollar wert. Und er verdient damit rund 35.000 Dollar pro Monat. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist kein Verhältnis zu den Einnahmen von Twitch. Also was die Subs angeht, hat Trimax seit 2019 1,3 Millionen verdient. Natürlich Spenden nicht mit einbegriffen. Das ist übrigens auch kein geheimes Wissen. Das kann man sich halt ausrechnen, wenn man die Subs mal zusammenrechnet. So, gucken wir mal. Also Hauptkanal. 13 Millionen Aufrufe. Wahrscheinlich auch guter CPM. Machen wir es mal ganz konservativ. 25.000 Euro. Okay, hier nochmal Kanal. 3 Millionen Aufrufe. Reaktionscontent hingegen. Wie lang sind die Videos? 17 Minuten, eine Stunde. 44 Minuten. Ja, da kann man locker den Kuchen-TV-CPM anrechnen. Also sagen wir auch 25.000. Sind wir bei 50.000. 4,5 Millionen. Auch lange Videos. Ist schon zu Recht. Ist schon zu Recht da. Weniger als Paluten. Also ich weiß nicht, warum Paluten nicht höher in der Liste war. Weil Paluten shittet bis jetzt auf alle anderen, was die Einnahmen angeht. Spieler eingetragen. Montana Black. Monte kennt jeder. Montana Black ist auf der einen Seite ein sehr umstrittener, aber auf der anderen Seite auch sehr beliebter Livestreamer auf Twitch. Unter anderem ist er für seinen ganzen Luxus bekannt, wie zum Beispiel Schmuck, Autos oder Urlaube. Sein YouTube-Kanal ist... Oder Casinos. ...ist rund 5 Millionen Dollar wert. Aber Montana Blacks Haupteinnahmequelle ist auf jeden Fall Twitch. Denn Montana Black war eine gewisse Zeit lang der meistsubscribte Twitch-Channel. Unge. Unge oder ungespielt streamt auf der Plattform YouTube. Seine Aufmerksamkeit erlangte er hauptsächlich durch seine Reactions auf andere Videos. Sein YouTube-Kanal ist über 2,8 Millionen Dollar wert. Und in der ganzen Zeit sammelte er sehr, sehr viele Spenden und sogar Mitglieder. In Unges Livestream-Chat können nur seine Mitglieder reinschreiben. In anderen Worten, sehr viele Menschen möchten etwas in seinem Livestream-Chat schreiben und dementsprechend kaufen sich sehr, sehr viele Zuschauer von Unge, letztendlich auch die Mitgliedschaft. Okay, YouTube-Einnahmen von November 2019. Ja. Okay. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Unge ist krass. Es sind halt auch hier die langen Reaktionsvideos und so. Ich muss sagen, ich will das Video nicht zu lange machen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich nehme jetzt seit 34 Minuten auf. Deswegen gucke ich die ganzen Leute jetzt nicht mehr nach, wie viel die verdienen. Der CPM ist halt so krass. Das meine ich halt mit diesem krassen CPM. Das wird jetzt ähnlich sein. Der wird auch jetzt hier locker so 100 bis 200.000 verdienen. Das ist halt schwer einzuschätzen, aber locker. Das ist seine Haupteinnahmequelle ist. Um Gottes Willen, Unge ist auch verdammt schlau, was Investieren angeht. Unge investiert nicht nur in Immobilien, sondern halt eben auch in Aktien und hat damit auch schon sehr, sehr viel Geld verdient. Hey Aaron. Hey Aaron ist ein deutscher Moderator, Webvideoproduzent. Ja gut, den hat man in der Regel gar nicht auf dem Schirm. Aber der ist halt auch in Sachen Mainstream und Werbung und so den ganzen Gedöns sehr gut dabei, ja doch. Der will auch viel machen. Und auch Unternehmer. Und ja, man muss wirklich sagen, hey, Aaron verdient sein Geld auf die verschiedensten Wege. Unter anderem gehörte ihm die Firma Reach Hero, wo Influencer eben nach Kooperationen suchen können. Das ist eine Vermittlungsseite quasi von Unternehmen und YouTubern für Placements. Und böse Zungen haben da mal behauptet, dass nicht ich, ich habe das von anderen YouTubern gehört, dass es wohl so ist, dass sich Aaron da mal ganz gerne die besten Placements selber angeangelt hat. Also da kam dann irgendwie an, Beispiel Coca-Cola, haben gesagt, ey, wir wollen über eure Seite Influencer finden, hat Hey Aaron gesagt, ey, ich kenne da einen guten YouTuber, der heißt übrigens Hey Aaron. Und dann hat er sich selber die Besten weggezwackt. Hat er aber schon seit einiger Zeit verkauft und damit schon wirklich viel Geld gemacht. Außerdem hat er schon in TV-Shows echt viel Geld verdient. Manchmal sind es wirklich nicht die bekanntesten YouTuber, die am meisten Geld verdienen. Was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte, ist, dass manchmal nicht die bekanntesten YouTuber das meiste Geld verdienen. Das heißt, lasst euch nicht nur von den Abonnentenzahlen blenden. Und kommen wir jetzt schon mal zu Platz 1, und zwar habe ich hier Justin. Justin... Moment, warum hat Herr Aaron so viel? Warum ist Justin Platz 1? Wir haben noch niemanden gesehen, der ansatzweise da rangekommen ist, die 500.000 von Paluten im Monat zu smashen. Nicht mal ansatzweise. Er ist ein YouTuber, Streamer und auch Unternehmer. Genauso wie Unge ist er wegen seinen Reactions bekannt, aber nicht auf YouTube. Justin ist für mich bekannt, weil er damals als Pixelwolf, der hieß er damals noch, auf Twitter Fans beleidigt hat. Du kannst ja bei Twitter in die Suchleiste auch einfach irgendwas eingeben. Und da hat er halt mit ein paar Kollegen, Cuddle und so, hat er nach Leuten gesucht, die Tweets über ihn veröffentlicht haben, aber ihn nicht markiert haben. Da haben Leute dann sowas geschrieben wie, ich mag ja Minecraft, aber mit Pixelwolfs Videos kann ich nicht so viel anfangen. Hat er dann runtergeschrieben, du sowas. Darüber ist er mir aufgefallen. Muss man sagen, er hat sich seitdem bestimmt verbessert. Was mir auch noch aufgefallen ist, sein letztes Video auf dem Pixelwolf-Kanal war ein Placement. Aber ey,
Er hat sich ja bestimmt verbessert, ist ja älter geworden. Aber nee, da habe ich keine Ahnung YouTube, von sondern vor allem auf Twitch. Aber man muss sagen, sein normaler Content befasst sich eher so mit Fashion. Deshalb gründete er auch vor einigen Jahren die Modemarke Peso. Und Freunde, ich habe so mitbekommen, dass Justin verdammt viel Geld mit Peso verdient. Das kann sein. Also das kann sind wirklich sein. Zahlen, da fällst du vom Glauben. Und aus diesem Grund hat es Justin, denke ich mal, auf jeden Fall verdient, Platz Nummer 1 zu werden. Wie hättest du nicht. Eigentlich die Liste? Kann ich nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie viel man mit Mode macht. Ich weiß, dass es sehr, sehr viel ist. Deswegen, das kann tatsächlich sein. Gut, Leute, ich hoffe, ihr fand das Video interessant. Lasst doch mal ein Abo da, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.